Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark. Hallöchen. Ihr habt sie gehört, Gary ist wieder mit dabei. Ja, und zwar bedeutet das auch, sie ist mit dabei. Letzte Folge von Ark Genesis Part 2. Wie gesagt, wir alle wollen das hier nicht mehr sehen. Deswegen wird es heute zu Ende gebracht. Also, wir sind voll vorbereitet, komplett. Ihr kennt ja meine Waffe. Bogen habe ich jetzt auch wieder. Wir haben ein bisschen ein paar mehr Elemente und so weiter. Dann meine ultimative Waffe. Gary hat einen Flammenwerfer gefunden. Ich habe gesagt, sie soll die Beacons absuchen, weil diese Waffe habe ich da drin gefunden. Sie hat einen Flammenwerfer gefunden. So, und dann nochmal Dankeschön für die Kommentare, denn wenn wir auf R gedrückt halten, ich habe ihn gerade schon ausprobiert, und dann hier, Schulterkanone. Wie gesagt, Dankeschön. Wir können sie aktivieren. Sie ist aktiviert. Dann kommt das Ding auf deine Schulter. Ja, und das Dumme ist jetzt halt, es verbraucht sehr viel Elemente, aber wir können dann halt, pass auf, schaut euch das mal an. Ja, das war der normale Schuss. Wir gehen mal ganz kurz, zu wem können wir denn hingehen? Ah, da, guck mal, Bambi ist da. Bambi, ihr müsst mir jetzt ganz kurz hinhalten, ne? Denn, schaut euch das mal an, ich benutze die jetzt zum ersten Mal. Aber ich hab's eben gerade, ich hab halt leider vergessen aufzunehmen. Das ist jetzt der Schuss der Überladungen. So, das können wir natürlich hier machen, das mal Standard machen. Dann ist es halt so schwach, schaut euch das mal an. So, macht einfach nur Klampion. Geht eigentlich. Und dann, was wir noch machen könnten, wäre Schnellfeuer. Und das wäre so. Guck mal. Ja, guck mal hier jetzt. Oh. Ja, pass mal auf. Guck mal, ich habe meine Attacke aufgeladen. Pass auf. Warte. Ich mache Standard. So, was ist jetzt? Ja, ich habe meine Attacke aufgeladen. Komm her. Ja, ja. Zeig das, was ich noch nicht so wirklich wusste. Ich habe noch nie gesehen. Sicher? Doch. Hey, hör auf zu schießen. Oh, 300 noch was. Sehr schön. Deaktivieren. Gary, so, was ihr mir noch vorgeschlagen habt, weil ich habe ja gesagt, was kann ich noch machen? Waffen haben wir, wir haben Medical Brew, leider nicht so viel. Essen haben wir mit dabei, Trinken haben wir mit dabei. Jetzt ist aber die Frage, wir dürfen ja nicht sterben. Unser Drache fliegt? Hast du irgendwas gemacht? Nee, ich greife nur die Viecher hier lediglich an. Okay, naja, nicht schlimm. Ihr habt gesagt, ich soll einen neuen Mech herstellen? Und deswegen gucke ich ganz kurz mal. So, Mech. Habe ich hier. Ja, stell diesen Gegenstand her, um einen neuen Exomod herzustellen. Mech-Bausatz. Benutze dies, um ein Mech zu bauen. A kind of utility worksuit for the crew to pilot inside and outside this starship. Ich weiß nicht, ob du das auch sehen willst. Drache, komm mal runter. Was ist das jetzt? Stelle den Gegenstand her. Ist das der neue? Na, der sieht ja aus. Ich bin ein Transformers! Cool, was der Wolfen ist cool. Ja, aber... Alter! Was macht der hier? Hä? Ich kann die Sachen mit ihm aufheben. Ich kann nicht unser Haus damit abbauen, oder was? Hä, was ist denn das für ein Exo-Ding hier? Combat-Modus. Das ist der Combat-Modus. Mal gucken. Also, er ist schnell. I gotta go fast. I gotta get your ass. Der ist gut. Guck mal an hier. Alter. Es ist wie ein Gorilla. Hä? Siehst du das hier? Alter, ja. Oh, hier. Guck mal. Ich kann Leertaste gedrückt halten und dann sehe ich, wo ich hinspringe. Und zwar springe ich doch jetzt mal dort rüber. Und? Okay, cool. Du kannst auch so einen haben. Oder du gehst auf Dings drauf. So, warte mal. Und dann Storage-Modus, Combat-Modus. Und? Wie viel Energie hast du? 2000? Ach so, Gary. Gary, damit nicht machen. Damit, wie gesagt, der Drache ist nicht so stark. Pass auf. Weißt du, was stärker ist? Halt. Das hier. Okay. Pass auf, das ist auch stärker hier. Pass auf. Es leckt immer noch. 1200, siehst du das? Ja. Aber das Dumme ist... Der Drache ist an sich ist echt nervig, ne? Es geht eigentlich. Der Hound ist nervig. Ah, siehst du? Gut. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Energie er hatte. Ja, ist schon cool. Und da, Gary, 1 Million habe ich gemacht mit meiner eigenen Faust. Alter, 1 Mille. Gary, benutzt auch so ein...
Warum leckt das? Es liegt nicht wirklich an meinem PC, weil die Cam würde dann halt auch laggen. Das ist halt, also so viel ich weiß, wäre das halt so. Aber ich glaube, es liegt einfach an Genesis. Vielleicht. Okay, Gary, willst du auch so ein Monster haben? Ja oder ja, nein? Mach mir mal da so ein komisches Ding. Das Dumme ist halt, er hat nicht so viel Energie. Ich baue mal diesen Bausatz. Vielleicht hilft das ja. Ja. Okay. Hast du den jetzt hergekriegt? Das ist dieses mit 51. Noch nicht herstellen. Das stellst du erst her, wenn wir da drinnen sind. Ja, gut. Das Doofe ist jetzt 14.000 Energie. Warte mal, wie stark ist der? Es ist schon Ewigkeiten her, wo ich den gemacht habe. Amisa war das letzte Mal. Wie stark bist du nochmal? Ich fühle mich wie Pac-Man. Okay, Gary. Ich würde sagen... Tschüss. Ich nehme alle beide mit. Alter. Okay, warte mal. Treibstoff. Du brauchst darin auch... Ich kann unter Wasser rennen. Wie geil ist das denn? Ja, es ist halt cool. So, das heißt jetzt... Ich hoffe, ich kann den Mac jetzt wirklich mitnehmen. Bitte. Bitte, 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 bitte. Lass mich dich einfach mit reinnehmen. Gary, ich habe mein Exoskeletto mit. Ist cool, oder? Freunde, jetzt wird spaßig. Folge mir einfach. Los. Ja, es... Wow! Was? Hä? Was denn? Was ist passiert? Wo bist du denn? Über dir. Ich fall gerade runter ins Wasser. Was ist passiert? Willkommen in Ark. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin noch extra was geguckt. Wir werden diese Mac für den Anfang nicht benutzen. Die werden erstmal nur stehen für einen Notfall, okay? Weil die Exo... Ey, pass auf, ich krieg Schaden! Ey! Mach den Piu, 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 Piu! Du hast mir über 1000 abgezogen. Dankeschön. Wie ehrlich jetzt? Warum kann ich dich treffen? Weil du mich treffen kannst. Was ich sagen wollte, komm mit. Wir dürfen die nicht benutzen. Also ich mach das jetzt von mir aus. Die Exo und ihn dürfen wir nicht benutzen. Ne? Erst im Notfall. So, deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir mich und Gary jetzt hier durchkriegen. Und dann müssen wir schauen, ob wir wirklich den Endboss jetzt machen können, weil ich gebe den Cheat ein, damit wir keine Mission machen müssen, weil da habe ich echt keinen Bock drauf, alle Missionen zu machen. Ist halt so. No Bock. Requires all missions complete on minimum Gamma difficult and 6 Mutagen. Ach, das brauchen wir auch noch. So, Freunde, pass auf. Gary meinte, dieser Befehl ist richtig. Den hatte ich in der letzten Folge auch eingegeben und mal getestet, ob es überhaupt funktioniert. Also, den eingeben, Enter drücken. Dann müsst ihr Mutagen, hat sie gemeint, im Inventar haben. Und dann, ey, es geht wirklich. Okay, Freunde, dann Risiko, werden wir unseren Max auspacken. Aber warte, hier vorerst, rüste schön deine Waffe aus. Schön, warte, was ist das hier? Das hat, ach, hier ist die, nee, warte, dann nimmst du die schwächere. Hier, bitteschön. Mach schön Elemente drauf. Habe ich schon alles gemacht. Gut. Und dann... Puh. Ja, können wir eigentlich loslegen. Ach ja, und die neue Waffe. Hier. Ist die stark? Betäubung ein... Es ist Betäubung? Oh, Gary, ich kann dich heilen. Was? Zum Töten einstellen? Ich glaube, diese Waffe ist lila. Die ist ultra strong. So, und wir gehen jetzt... Gary... Wir gehen jetzt rein. Ich bin ultra gespannt auf das Ende, weil das ist jetzt wirklich das Ende. Und ob es wirklich so cool wird, wie ich es mir vorstelle, ich weiß es nicht. Bist du mitgekommen? Nee, ich bin nicht mitgekommen. Es geht los. Final Mission. Steht bei dir hier auch? Oh mein nee. Gott. Bei mir steht noch nichts. Eins und? Wirst du auch teleportiert? Some of the controls are still up and running. Though I'm locked out. Okay. But you should still have access. Ja, 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 ja. You know. Auch wenn wir uns den Sieg erschietet haben, sozusagen durch die Mission und so weiter, ist mir scheißegal, weil wer macht die ganze Mission? Ja, hier sind wir. Das ist es, das System. Gary, komm mal mit. Ja, ja, ich komm schon. Was ist das hier? Alter, ich glaube, das ist halt das ganze System, wo wir vielleicht drin waren oder so? Ich weiß es nicht. Komisch. Okay, Gary, wir müssen uns beeilen. Wir haben 59 Minuten Zeit. Okay? Kurze Frage, leckt das bei dir auch so heftig? Ja, nicht heftig, aber es läuft nicht so hundertprozentig flüssig, so komisch so. Bei mir auch. Okay, behalt deine Maschinengewehr in der Hand, ja? Flammenwerfer und so weiter, schmeiß die Scheiße raus. Okay, nein. Wir müssen... Doch, Gary, es ist nicht gut.
Now you can use your access to get mine back. Mine back? Don't worry, it should be idiot-proof. Aha! User-friendly. Du kleines Missviech, du! Just tap any blinky red icon that looks like me, until it turns green. Was? Okay, grün? Sie hat gesagt, wir sind Idioten? So, wir aktivieren es? Yes! I'm back in again. Okay! Alter. Ja, stell die Grafik auf. Jetzt bin ich gehypt auf Arc 2. Aber leider kommt es erst 2022 raus. Oder 23, sagen wir es mal so. Oder Ende 2022. So. Rechts ist eins und links ist eins. Lass erstmal nach links gehen. Eben kurz, bevor du irgendwo hingehst, ich muss kurz irgendwas runterstellen. Ja, ja, beeil dich. Wir haben. We have no time, okay? Ich weiß zwar nicht, wie das gegen den Boss wird, aber es wird episch. Oh, das Schiff ist gerade. Guck mal, das ist rot. Das bedeutet immer, wie bei Alien und so, dass es kaputt ist. Almost long enough to program a sequence that would separate the corrupted habitat ring. Okay. Warte mal, gibt's hier irgendwas noch zu sehen? Messy side. Das Schiff ist richtig infiziert. Ready to go. Oh shit. Gotta make do with what you have, huh? Guck mal, siehst du das? It's up to us to stop him. Ja, ja, wir werden ihn stoppen. Rockefeller, wir werden kommen, Digga. Wir kommen. So, da drüben können wir ja auch nochmal nachgucken. Irgendwas scheint da wohl zu sein. So, und da ist sein Kopf. Sein Chero ist da, Gary. Okay, Gary ist natürlich runtergesprungen, nicht schlimm. Wir gucken uns das hier ganz kurz mal an. Da oben ist die Erde. The ship's nearing its destination, so we're almost out of time. Was? Das Schiff nähert sich seinem Ziel. Scanning for a habitable world. The ship finally found one. Oh, okay. We can't let Rockwell have that world, along with all the Earth life. Gary, komm mit runter. Ja. Yeah. Sie redet und redet, aber. Genesis Simulation. Now there's actually something solid for you to hit. Oh, sein echten Körper. This is where you fall to your knees, just like all the other ones. You! Please, please no. I don't want to die, etc., etc. Wie geil ist das denn? Go on. Beg and plead. Sieht der geil aus, Gary? Wo bist du? Hinter dir. Ach so. Alter, wie geil ist das denn? Okay, das muss ich aber sagen. I mean, honestly, ja, ja, da oben. Und da oben noch einer. Ja, ja. Alter. Okay, das haben sie cool gemacht. Das ist das Erste, was sie... Und die Monster, also die Kreaturen hier in Ark Genesis sind geil. Und das hier. Gary, komm mit. Oh, shit. Alter, I'm afraid it's far too late for you to try scanning back out again. What? Seems pretty sure of himself, Freund. Alter! Und da hängt der Hype und da oben auch. Was ist das? Regroup? Gary, zieh Waffe? Probably wise to work your way up to dealing with his lordship. Warte, Gary, ich muss Grafik runterstellen. Geht nicht anders. Ach, du Scheiße, leck das. Gary, wir sind reingezogen worden. Medium. Es leckt. Gary? Du bist hier mit dir drin? Ja. Töte alle Insektendinger hier. Los, alle Arme töten. Ah, es leckt. Es leckt, aber ultra. Gary, unsere Waffe ist ultra strong, ne? Ja, schon ein bisschen. Lass uns als erstes die linke Seite. Ich glaube, das ist sein Arm hier. Was ist das? Ah, ich bin fast tot. Nimm Medical Brew. Medical Brew. Und was bin ich? Ansonsten, wie gesagt, pack dein Mac aus, ja? Wenn es nicht geht. Ach du Scheiße. Okay, aber kriegen wir easy hin. Die Waffe, die ich halt habe, die ist gar nicht mal so schlecht. Ansonsten benutze mal deine Sniper. Ich glaube, ein Schuss und tot müssten sie sein, aber... Oder der Bogen. Mal gucken. Bin dabei. Okay, 200 noch. Was bringt der nur? Ja, das Maschinengewehr, Gary, ist das Beste. Das Maschinengewehr, nimm nichts anderes, okay? Lass aber als erstes die linke Seite hier. Die linke Seite und die rechte Seite, scheißen wir einfach drauf. Jo, easy. Aber das ist Slack, das ist ein bisschen doof. Okay, das ist auf jeden Fall cool gemacht, ne, muss man sagen. Aber komisch, dass es hier wirklich in dieses Gebiet so weird leckt. Und da drinnen ist er, Alter. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie wirklich sein Buddy ausschaut. Aber er wird bestimmt so hässlich sein, wie das eben gerade. Ich weiß, wo es ist. Gary, rechtes... Alter, leckt das. Rechte Seite. Gary, kein Feuer. Komm. Ich seh ihn. Wo ist die Supertentakel? Da. Oh, stimmt. Wir dürfen uns nicht gegenseitig... Pass auf deine Energie auf, ja?
Must have struck a nerve if you got him to stick his hand up a meat puppet to swallow you himself. Ich bin tot. Hätte, warum bist du denn weg? Du hättest Energie nehmen müssen, Gary. How long has your latest puppet here? Warum hast du keine Energie genommen? Ich hatte volle Energie. Nick, das kann... Oh Gott. Warum läufst du mir auch entsetzt? Leute, da hat Gary Pech gehabt. Gary lief hier komplett in den Weg rein. Komplett. Ich hatte volle Energie. Und er tötet mich. Ja, warum läufst du mir auch richtig rein? Teleportier dich zu mir. Teleportier dich. Teleportier dich. Los, let's go. Ich muss kurz warten. Ja, ja, teleportier dich. Also, ich sehe jetzt gerade Rockwell und er ist ein komisches Alien-Viech oder was es ist. Er tötet mich. Ja, was bist du auch so dumm und läufst mir entgegen? Also, ich das bin war nicht gelaufen. Ich hatte so Lecks. Leute, überall ich kann das sogar in Zeitlupe machen. Sie ist vor mein Gesicht gelaufen und ich, wo ich da auch noch geschossen habe. So, aber das ist er hier. Hä, aber ich kann nichts machen. Ich gebe ihm nichts ab. Ich bin gleich tot, Gary. Ich bin tot. Du musst herkommen. Ich hab Standbild, ich hab die Zeit, es geht nicht. Vielleicht mit einem Bogen oder so? Hey, Exo! Gary, ich hab einen Roboter hier! Ja, du! Ich komm mal nicht herrufen! Bam, Junge! Ich prügel dich windelweich, Junge! Mitten in die Eier rein! Mitten in die Eier rein, wenn die überhaupt existieren, Junge! Ah ja. Hyperbeam? Hyperbeam? Komm her! Komm her, schnell! Schnell, ich mach es nicht zu Ende! Komm her, schnell! Guck mal, pass auf. Guck mal hier, siehst du das? Guck mal jetzt hier. Hier ist alles schwarz. Kamehameha. Oh, bam. I almost felt that one. Ist bei dir gerade auch alles schwarz? Nein, natürlich nicht. Don't listen to him. You're remaining power critical. Surprise. Ich hab hier alles schwarz. Und I've been making my own people. Okay. My so, Gary. New children. Exoskelett ist bei mir put. Oh, look at them. Jetzt bist du tot. Port dich zu mir, aber wir haben keine Waffen. Also ich hab meinen Buddy nicht. Was waren das für Krieger? Bleib am besten da. Ich hab schwarzes Bild. Was waren das für Krieger, ey? Wir gehen jetzt noch einmal rein. Und diesmal, Gary, volle Konzentration. Genau, das sollte eigentlich passen. Ja. Und... Jetzt bin ich mal gespannt, ob der mitkommt. Some of the controls are still up and running. Ja, du bist weg. Aber ich bin We're noch hier. Out. Ich bin But alleine. Ich bin zu Fuß jetzt hier, Gary. Ja, hä? Ich bin im Boden drin. In the event of emergency and a colonist revives early, ich bin total verbuggt. Ah, nee, jetzt bin ich da. Hey, wo bist du jetzt? Ich bin hier mitgekommen, sag ich ja. So, Freunde, wir versuchen es jetzt noch einmal. Und zwar mit unseren Shadow Mains. Gut, dass er den letzten Level noch hat. Gehe ich natürlich da drauf. Ob es gut läuft, ich weiß es nicht. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Kann man denn mit Dinos reingehen? Aber eigentlich schon, weil große Tore da sind. Some of the controls ja, es weg. Funktioniert. Hä? Ja, ich bin locked schon wieder out. Weg. Wie, du bist weg. But you ja, should du bist still weg. Have access. Ich bin wieder nicht mitgekommen. You know. For real jetzt? Ja, Freunde, das ist Ark. Willkommen in Ark. Gary stand drauf, aber irgendwie ist ihre Shadow Main und sie nicht mitgekommen. Siehst du das da, wo du drauf stehst? Ja, siehst du das, dass ich fliegen kann? Ja, du fliegst. Ey, vielleicht sehen dich die Viecher nicht und du kannst sie angreifen für mich. Versuch du ihn mal herzurufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Tricksen wir Ark aus? Gary? Reite mal auf meine Shadow Main. Ich kann nirgendwo aufsteigen. Wieso? Ah, okay, der Mac wird nicht registriert. Du kannst nicht auf meine Katze drauf. Probably wise to work nee. Your way up to dealing kannst du auf Mac drauf? Auch nicht. Oh mein Gott, ich sehe die ganzen Würmer hochkommen. I suggest starting with all these nasty tentacles. Komm rein, Shadowman. Let's go. Ich kann den Schaden machen. Los. Let's go. Kein Bock mehr drauf, kein Bock mehr drauf auf dieses Verbackte. Oh Gott, der Mac ist gleich tot. Krass, krass strong sind die, ey, muss man wirklich sagen. Aber komm einfach rauf, wir haben keinen Bock mehr drauf. Shadow Main, du gehst aber bitte da so am besten hin, ja? Super. Ba-ba-ba-baum. Hallo, Süßer. Na, moin, wie geht's mir stets? Ja, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Oh, Gary besiegt. I almost felt that one. Okay. Don't listen to him. Er verliert aber Energie. Great. Er verliert Energie.
Okay? Surprise. So, ich benutze alles, was jetzt halt geht. I've been making my own people. Hier ist ein Dritter oder so. Children. Ein Dritter? Oh! Ich habe Millionen von Schaden gemacht. Oh, ich sehe nicht, was du da anreißt, aber ja. Ich habe Skelette angegriffen. Nein, die Augen sind hier. Oh, shit. I needed a new crew for my ships. Oh, oh, es explodiert. Okay. Es explodiert. Hallo, Danny ist hier. So, die oben, die müssen sterben auf jeden Fall. Diese komischen Augen da. Oh, es laggt. Es laggt. Das längende Finale, Alter. Oh, Mekko. Nice going, Rockwell. You left all their guts on the outside. Gary, er kriegt seine Energie wieder. Is it too much to ask? Er hat seine Energie wieder. Okay. Oh, hier die, diese... Okay, einen habe ich tot. Ja, ja. Hier sind diese... Oha. Also, das ist ja krass. Okay, diese komischen Arme. Verrecke. Oh, der hält aber mehr aus. Oh, der hält aber echt mehr aus. Komm her. Oha, sein Hyperbeam ist aber echt krass. Ih, er pisst gerade hier vorne. Kann das sein, dass wir schon wieder diese fetten Arme kaputt machen müssen? Ja, 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 6 Stück müssen wir diesmal kaputt machen. 6. Und mein Mech da vorne wird angegriffen. Und für los. Mit dem Mech kann ich, wie gesagt, nichts tun. Ich kann ja, ja, helfen. Alles gut, alles gut. No more juice! Arm ist kaputt. Ja! Ich werde sterben, Gary. Ich werde sterben. Sterben. Huch! Alter, das ist heftig hier. Nee, Gary, das kriegen wir nicht hin. Die Shadowman ist tot. Shadowman ist tot? Ja, weil diese verkackten, ja, komischen Ritter da sind. Und Gary, meine Energie ist wirklich nicht so strong, ne? Ich bin gleich tot. Hast du das Skelett-Ding kaputt gemacht? Ja, ja, ich bin tot, ich bin tot. Nein. Nein, und jetzt bin ich wieder alleine hier. No. Ich teleportiere mich zu dir. Funktioniert das dann immer noch? Nee, oder? Nein. Ja, komm, ey, wir cheaten uns da durch. Ich hab keinen Bock mehr. Wir cheaten uns da durch. Gary, wir gehen in Gott-Modus rein. So, Freunde, wir sind jetzt zum 4. oder 5. Mal jetzt drin. Gary kam wieder nicht mit, sieht wieder alles komplett schwarz. Sie sieht halt nichts. Außer die Viecher, sie kann sie halt sehen. Aber wir cheaten uns jetzt durch. Ja, und sie sieht mich. Wir cheaten uns jetzt durch. Wir sind beide in Infinity-Sets, weil wir wollen das einfach zu Ende bringen. Ich will nur das Ende sehen. Mehr will ich nicht. Ich habe Genesis Part 1 auch im Stream, habe ich mich durchgecheatet. In GCM habe ich das sogar gemacht, weil kein Bock mehr drauf gehabt. Deswegen halt jetzt einfach raus, damit das neue Arc-Projekt kommen kann dann. Ach, guck mal, jetzt kann ich die das erste Mal richtig sehen. Es sind kleine mutierte Viecher von ihm. Ach Leute, und pass mal auf, Gary hat mir geschickt, jetzt sterbe ich? Nee. Wie das bei ihr ausschaut, und zwar sieht das bei ihr so aus? Bei ihr ist alles dunkel und leuchtende Tentakeln. Cool. Aber ich finde, also was sie sich hier wirklich überlegt haben, ist wirklich gut. Ist wirklich gut. 12 Arme noch. Alter, wie soll denn hier jetzt, for real jetzt, ne? Und das hier ist jetzt die Standard Gamma noch. Und es geht noch schwieriger. Holy shit. Heftig. Ja, lass die kurz alle fertig machen hier. Easy. Ach, hier vorne sind sie ja alle. Und let's go. Du kannst nicht einfach mitmachen und sterben. Ja, natürlich kann ich das. Da oben sind Arme, Gary. Ich sehe die Arme nicht. Kannst, okay. Mach doch mal die Attacke. Ich höre die ganze Zeit von dir. Mach ich? Hab ich? Ich immer noch. Nun, all deine lästigen Einmischen sind umsonst gewesen. Oh! Gary, ich muss vorne hingehen. Was? Ach, danke schön, Eva. Schön, sie hat keine Energie mehr, um den Exoskelett zu bedienen. So, ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich reinschießen? Sieht das eklig aus. Weiß ich nicht. Gary, ich glaube, der hat einen Hintereingang. But maybe enough of what counts. Hä? Was soll ich tun? Warte, er bewegt sich, er kapselt sich ab. Of my new er kommt. I can afford to give you my undivided attention. And this, das ist auf seinem Thron. This is where your little game comes to an end. Du hässliches Mistviech, du. Okay, töten kann er uns eh nicht. Ich will mal ganz kurz von vorne angucken, ja? Wir gehen mal ganz kurz hoch. So, Freunde, ich musste kurz hoch. Das ist er. Also... Ich bin jetzt in Fly-Modus, aber... Holy shit! Er sieht gut aus. Er sieht echt gut aus. Okay, dann wollen wir doch mal loslegen. Also, das, was er machen müssen, bestimmt seine Tentakeln töten, wa? Ja, ja, ich bin fast so weit mit dem einen hier. Jo, sehr schön. Gut, das kriegen wir ja locker hin. Also,
Was ein einfacher Boss. Nee, aber ich muss wirklich sagen, von allen Bossen, die ich bisher gekämpft habe und so weiter, ist er der heftigste. Also jetzt for real jetzt. Er, Rockwell in Aberrational. Aberration war ein Witz. Okay, ein Arm ist schon mal kaputt. Sehr gut, Alter. Von mir sind krass. Beide kaputt. Auf meiner Seite. Jo, warte, ich hab gleich den nächsten auch fertig hier. So, wait a minute. Und? Er ist kaputt. Alter. Nee, ist er nicht. Doch. Jetzt. Ich glaube, wir müssen ihn abknallen, oder? Keine Ahnung, ich schieße einfach drauf. Ich schieße auch drauf? Ja, wir müssen ihn abknallen. Krass. Aber die ganzen Arme wollen ihn beschützen. Alle. Schieß mit dem Bogen ein hier. Vielleicht bringt das mehr hier. Nee, bringt genauso viel. Okay, dann schieße ich trotzdem damit rein hier. Ah, ich esse mal ganz kurz. Brauche ich ja eh nicht mehr. Okay. Ja, Viertel hat er. Go on! Ja, du siehst sein Leben? Ich sehe sein Leben, ja. Joa. Hallo, mein Freund. Ich bin jetzt überall auf diesem Schiff und kann nicht zerstört werden. Sicherlich nicht von jemandem wie dir. Na, pass mal auf, wie du mit uns redest hier. Wir schaffen ihn. Tja, Rockwell. Ey, ich bin so gehypt gerade auf das Ende. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mir den Ausstieg verdirbt, meine Gottheit. So redet der Gary. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mir den Aufstieg verdirbt. Meine Gottheit. Wir werden dich fertig machen, du Penner. Ich bin nicht Rockwell, ne? Also, you know? Gary, Arme sind wir da. I am the future. Damn you. Ich bin ihre Zukunft, verdammt nochmal. Du kleiner Penner, Junge. Komm doch einfach her, Junge. Enough. Ich mach. Oh. This end is now. You. Das endet jetzt? Oh, Gary, er sagt, wir enden hier. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen, wie sein Friedhof das hier in Zukunft sein wird. Warum redet er auf Deutsch und sie auf Englisch sozusagen im Untertitel? Komisch. Gary, willst du herkommen zu mir hier persönlich in Real Life? Er ist jetzt gleich tot. Ach so, ach, alles gut. Okay, er ist tot. All right, I'm using all my reserves. The Exomech is back online, one last time. Get in, blast the bugger, and let's end this. Gary, er atmet ganz schwer und ich soll ihn mit den Exos. And you do your precious mission. Mir noch egal, Kollege. Because I assure you, I will take this ship down with me. Ja, ist doch gut. Exoskelett, es wurde gesagt, dass du wieder Power hast. I'd better start that rig separation sequence now. Ja, mach mal. You know, just in case this doesn't, work. Wir haben Zeit. So, Gary. Dann allerletzte Stündlein hat für ihn geschlagen. Rockwell, wir gucken ihn ganz kurz nochmal an. Das ist er. Er hat ein richtiges Gesicht, Gary. Ja? Seine Krankheit ist ihm einfach zu Kopf gestiegen. Es tut mir leid, Baby. Leckt meine Cam sogar? Ich weiß es nicht. Ich glaube sogar die Cam leckt, Gary. Scheiße. Oh, Gary, 28 Sekunden hätten wir Zeit gehabt noch. Was? Echt? Ja. Oh, psst. Jetzt, Gary, ruhig. Es kommt jetzt das Dings. I can't be defeated by the likes of you. No! I am this vessel, and it is me! Damn! I should have calculated for this possibility. Must have missed a transform on the 15th statistical outcome matrix. Simply put, Rockwell's embedded himself too deeply into the ship's primary systems. They're failing along with him. There's only one way to ensure this all ends here. Was? Sorry, mate. I can't come with, and I'm almost out of time to back myself up. You'll do just fine on your own out there. You're a survivor. No! Helene! No! Nur wir überleben? WTF? Bye. Guck mal, so sieht das Schiff doch ganz gut aus. Okay, das ist also das Ende von Ark. Ark war anfangs so gut und dann waren die Erweiterungen immer schlechter. Aber naja, mal gucken, was jetzt kommt. Storytechnisch war es gut. Storytechnisch, ja, aber man hat ja nichts von der Story mitbekommen, außer wenn man sich reingelesen hat, so, you know? Ja, aber an sich so ist Ark nicht. Oh, psch, psch.
staying behind to gloat? Edmund, I'm here to help you end this nightmare. Oh, die Frau spricht wieder. You did this to me for wanting the same power she squandered. Well, I've survived worse. I promise you, I will find a way out of this, I will. Okay, er will einen Weg noch herausfinden von dem? Nein, werden sie nicht, dafür ist es viel zu spät. It's so bright. Helena. I'm afraid. She knew. Oh, wir fallen auf eine Erde. Oh, das ist Genesis? Hi. Survivor, this is my last message to you, to be relayed in the event of my deactivation. Ach, Sünde. I was only an artificial construct when we first met. Just a shadow of someone who lived a long time ago. But in our time together, I got to become something new. Someone new. Not Helena. H-L-N-A. Helena! Thank you for that. I wish I could find the words to tell you how much it meant to me. Human language is so imprecise. But I need you to do something else now. Find your own path. Your own destiny. Build a new world here. A better world. Okay. And who knows? Maybe two lost souls can still meet again somewhere. Out among the stars. Goodbye, oh, my friend. Oh, goodbye, Helena. Ach, Sünde. Wir sehen uns safe noch wieder. Das war's? Nein. Jetzt kommt der Trailer von Arc 2. Oh. Das ist doch ein Techpod, wo ich drin schlafe, oder nicht? Warning. Catastrophic biovibrability. Hey, das ist ja wie Diesel! Costo Santiago, oder wie er heißt. Costa den dann dann dann. What? Respawned again. Insertion maneuver successful. Stable ailment confirmed. Okay. Warning. Emergency evacuation in progress. Docking clamps released. Drop initiated. Er sieht gut aus von der Grafik her. Er sieht aus wie ein Mensch. Oh. Alter, okay, something nice. Tells me that this is the easy part. Digga, du wirst sterben! Geh zurück in dein Exo-Ding rein! Okay, das ist dann Arc 2. Oha, das Zeichen sieht... Das war Safe and Rex, sein neuer Gebrüll, denke ich mal. Okay, das bedeutet aber... Warte, achso. So, das können wir ja ruhig wegmachen. Das bedeutet aber, weil manche sagen halt, beim neuen Arc 2 wird es kein Tech geben, aber da wird ja eventuell Tech gleich am Anfang mit dabei sein. Ja. Wirst du auch sagen, oder? Ja. Okay, alles ist weg. Also wie gesagt, Fazit zum Finale. Wow. Echt gut gemacht, wirklich. Arc 2 wird auch mit Tech losgehen. Safe Call, weil da sind ja so viele Fluggeräte runtergekommen. Keine Ahnung. Und das Schiff wird ja selbst da abstürzen. Also ich bin gespannt, was passiert. Oh, jetzt höre ich ja den Sound die ganze Zeit. Ja, bitte? Aber weißt du, was komisch ist? Ja. Es wird ja mal erklärt in der Arc-Story, dass Santiago sein Leben gegeben hat wegen dem Mac. Warum ist er am Leben? Das frage ich mich, weil er wurde für tot erklärt. Stimmt. Ja, weil er Helena und so ja beschützen wollte. Ja. Oder sehen wir einfach nur die Vergangenheit, wie es angefangen hat? Dann sind wir die Vergangenheitsmenschen. Oh mein Gott! Schreibt mal Theorie von euch. Warum war Santiago jetzt wieder da am Leben, obwohl er eigentlich tot hätte sein können? Oder warte mal. Nee, er war ja nicht tot. Überlegt doch mal, bei einem Arc-Trailer, da ist doch das Mädchen und er, oder wer es da war, in so ein Dings reingegangen, wo er die Dinos weggelockt hat im Trailer sozusagen und hat sich dann irgendwo hin teleportiert, weißt du noch?
Ja, gut. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Also lebt er ja doch noch. Okay. Und, warte mal, habe ich jetzt einen Anzug hier? Ja, ich habe hier einen Anzug. Ich werde den mal anprobieren. Aber ey, wie gesagt halt, das, sorry, dass wir das halt so machen müssen, wie wir es halt machen wollen, aber ich will halt ein neues Projekt anfangen. Das will ich halt nicht mehr spielen. Komm ich jetzt wieder hier raus? Einmal STRG oder so drücken. Und auf jeden Fall, Finale. Fand ich gut, wie sie es gemacht haben. Und das sind wir jetzt. Wir sind ein Kristallkönig oder so. Oder Hilfe. Wir sind das, was zum Schluss übrig geblieben ist von Rockwell vielleicht. Oder wir sind Helena. Ja, Freunde. Auf jeden Fall, das war's von Ark Genesis Part 2. Werden wir nie wieder spielen. Entweder ich warte halt auf Lost Island oder wie die neue Map heißen wird. Oder halt, ich werde eine andere Map erstmal nehmen. Mal gucken, für was ich mich entscheide. Vielleicht kommt zwischen dieses heftige Projekt, was ich machen möchte, noch ein anderes. Vielleicht ein kleines oder so. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, beziehungsweise wir. Es hat euch gefallen? Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Hey.